vorgefahren, wirklich coole Story. Wir kommen im Panzer, so wie nur ein Roshi. Du Pisser sagst, du ballerst Bitches bis zum Morgengrauen. Doch siehst höchstens mal gespreizte Beine, wenn du dir Jordans kaufst. Von 0 auf 100 an die Spitze der Szene. Ich mach mein Ding und geb ein Fick auf die Regeln. Ich hab gehört, du bist grad sowas von am Durchstarten. Ist das ein schlechter Scherz? Du bist höchstens grad am Kommen, wenn du deine Schwester wärst. Ich polier den Lauf meiner Glock, ziele auf deinen Kopf. Das Game braucht einen Boss. Und während das Gericht nun auf deine Aussage hofft, bekomm ich für die diesjährigen Verkaufszahlen Props. Wir sind 100% zielsicher, also renn besser. Ich beende Karrieren auf den Bus von Vendetta. Komm nicht mit PJ, ihr könnt weiter drauf hoffen, denn ihr seid alles am Tempen, so wie Designer-Klamotten. Besser als du falsch Respekt, okay, der Hype ist echt. Ich häng tief in der Scheiße, doch bis zum Hals im Geld. War nix im Schließfach. Da ist Platz mein Medizinschrank. Ein hemmungsloser Kranker, Telidin-Junk auf der Suche nach Gegnern. Digga, was soll's, ich hab mich nicht im Griff. Dafür hab ich dein Genick, das im Hand und Leben dreht. Welcher Spaß hat mich gedisst? Ich seh Erfolgslevel, Arschkarte. Wie läuft's bei dir, Punch? Top 10, ihr Bastarde. Ihr könnt auf Erfolge in den Rap-Turnieren abspritzen. Ich verpeil die Frist und häng mit tätowierten Punk-Bitches, die dich nicht mal anpissen würden, wenn du brennst. Nur weil ich dich nicht mag, das sind für mich echte Fans. Ich weiß, wie es ist, wenn man pleite ist, nix hat. Feinde im Biss, weil man sein eigenes Ding macht. Ich weiß nicht, wie viel ich mit diesem Part alleine gefickt hab. Doch krieg ne Vorstellung dafür, wie mit Scheinen im Stream.